Hier sind wir wieder nach einer kurzen Aufnahmepause. Ich habe mir mal ein bisschen die Zeit genommen und habe nochmal darüber das nachgedacht, was ich da überhaupt abgeliefert habe an Gameplay. Und es hat sich herausgestellt, ich war einfach zu langsam. Es ist nicht so, dass es irgendwie leichter wird, wenn man das dann irgendwie... Klar, es wird leichter, wenn man dann irgendwie geskillt ist, aber ich war einfach zu langsam. Von daher würde ich sagen, jetzt spielen wir das nochmal. Geht ja eh darum, das mit mehreren Katzen durchzuspielen. Aber diesmal ein bisschen, ja, flotter. Ich würde sagen, nehmen wir mal Batman, ja. So. Und los geht's. Event Attention. Time to make a mess. Attenzione, Attenzione. So. Und zwar ist es nämlich jetzt auch, wie ich rausgefunden habe, dass alles, was glänzt, wie ich mir vorher schon dachte, solche Upgrades freischaltet. Und damit ja, skillen wir so gesehen unsere Katze. Von daher wird es mir auch ein Anliegen sein, die Runde jetzt so viel zu skillen wie möglich. Und dafür gibt es nämlich auch ein Achievement. Bleibt nur die Überlegung, wann man das macht. Entweder während man noch genug Zeit hat, um dann am Ende schneller zu sein. Oder halt direkt am Ende, um dann nur das... Ja, um dann überhaupt zu skillen. Aber man sieht schon, ich komme ja nicht hoch. Es macht schon Sinn zu skillen. Mal das ganze Zeug hier runter. Ja. Wo ist der nächste rote Punkt? Da oben. Ich glaube, das wird nicht. Naja, so zum Beispiel hier. Nee, da kommen wir noch nicht hoch. Naja. Weiter, bevor wir hier wieder. Denn alles, was wir am Zeit nur über haben, gibt natürlich Bonuspunkte. Von daher. Da kommen wir leider nicht hoch. Das ist. Ah, doch. Doch. Naja. Mit F kann man miauen. Hier geht's auch irgendwie durch. So. Genau, das hat man das letzte Mal auch nicht gemacht. Und jetzt haben wir einen besseren Jump. Ja. So muss das. Wenn es frei allein von dem Controller, der da gerade runtergefallen ist, würde ich sagen, dass es doch DNA ist. Also, ja. Weg damit. Nuss. Von den Spielen hier auch hier. Das ist eigentlich eindeutig. Oh. Thank you.
Das haben wir da sehr, sehr knapp gemacht hier. So, jetzt gucken wir mal kurz nach den Sachen, die wir noch freischalten können. Die ganzen Upgrades. Da sind nämlich auch noch ein paar. Die werden einem hier angezeigt, die Upgrades sind. Beziehungsweise die Skills sind. Und ja, das erste haben wir jetzt wahrscheinlich schon verpasst. Dadurch, dass man dieses, dass ich diesen Punkt nicht bekommen habe, aber. Naja, jetzt überleben. Ist hier noch was? Nee. Natürlich hier noch die schöne Papierrolle hier. Noch abrollen. Ärgert mich so ein bisschen. Hier oben da. Nicht vorher auf die Idee. Also ihr wisst es dann natürlich dann. Es reicht, wenn man hier dagegen springt. Was man sich eigentlich auch hätte denken können. So, gucken wir mal, ob im Kühlschrank noch irgendwas ist. Naja, schön den Kühlschrank auftauen hier. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Sonst so irgendwie. Da haben wir noch eine Katze, die wir runterwerfen können. Hier ist noch eine Pflanze, die leuchtet. Da ist das Upgrade. Mann. Seite. Da oben ist nichts. Den Raum haben wir klar. Den Raum haben wir klar. Den Raum haben wir klar. Und den Raum haben wir clear. Gut, das war's mit Level 1. Weiter geht's. Punkte. Naja, geht mehr. Geht mehr. Jetzt. Drei Bücher. Und von denen. So. Ich wurde übrigens gebeten, noch ein anderes Spiel zu spielen, was ein ähnliches Kaliber hat. Dürft ihr euch wahrscheinlich schon drauf freuen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es mache. Auf alle Fälle vor, es zu machen. Wird sich noch zeigen, wann ich es dann hochlade. So. Na, fuck. Werde auch den Namen noch nicht verraten. Disco-Event auf sich hat, weiß ich auch noch nicht genau. Kann es gut vorstellen, dass einfach einige Sachen dann besser erkenntlich sind, zu leuchten sind. Aber so genau wissen tue ich das auch nicht. Irgendwo müsste auch noch irgendwo eine Dinosaurierstatue oder sowas sein.
um dann dieses Museumslevel freizuschalten. Falls ich irgendwo übersehen habe, ich habe es ja bisher noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass es ja sowas geben soll. Denn im Museum waren wir ja schon, aber da war kein Dinosaurier zu sehen. Von daher, irgendwo musste er ja noch stecken. Deswegen würde ich sagen, lasst uns danach schön immer suchen hier. Und wenn es halt erst danach ist, nachdem wir das die Objektive freigeschalten haben, ja. Na komm. Und ab in die Küche. Alles runterwerfen hier. Alles raus. Na komm. Und jetzt habe ich schon wieder dieses Springproblem. Jetzt haben wir es zumindest voll. Und jetzt können wir mal noch gucken, ob wir irgendwo hier diese komische Dinosaurier-Statue finden. Ob das hier ist, weiß ich nicht genau. Irgendwo wird sie sich sicher befinden. Kühlschrank gucken. Gibt ja gerne so. Ich will jetzt nicht sagen. Ja, Personen, die alles Mögliche in den Kühlschrank packen. Und da oben irgendwas. Na, hier ist ein Weihnachtsbaum. Okay, cool. Ach, das ist wahrscheinlich diese... Ja, was wir jetzt mal dann auch schon hatten, dieser Raum mit den Geschenken und dem Weihnachtsbaum. Also ich höre euch wirklich sehr dankbar, wenn ich es hier immer noch nicht finde, mir dann zu nennen, wo dieser komische Dinosaurier ist. Falls ihr es bis hierher überhaupt verfolgt. So. Hier sieht es auch soweit sauber aus. Hier noch was. Hier waren wir noch gar nicht. Hier gibt es wieder die Klopapierrolle. Weil es immer besonders viel Spaß macht, das Klopapier zu verbrauchen. Und das eigene Katzenklo natürlich. Na? Na? Aber eine Dinosaurier-Statue erblicke ich zumindest hier nicht. So, ein Roboter.
Das haben wir schon gemacht. Können wir mal versuchen, da hochzukommen. Warum habe ich die Bücher wohl nicht runtergeschmissen? Und er ist wieder nicht gesprungen. Ah, Mann. Naja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ha, jetzt. Aber nein. Hier ist nichts. Hier ist leider nichts. Also rein ins Pauly Daily. Nicht. So. Man kann. Kann Kisten also auch kaputt miauen? War das gerade nur Zufall? Na komm. Und du auch noch. Weg. Und die Autos weg. So. Ich würde sagen, jetzt geht's auf ans. Geschenke öffnen. Sobald ich hier den mal abgeworfen habe hier. Na? Ja. Ah, nee, das ist die. Das war gerade eben die letzte Kiste. Da gehen wir noch nicht rein. Noch hier. Na, da ist es. Und das Bild hier noch ab. Hier. Und das Bild ab.
Wie weit sind wir schon, wa? Na, ganz gut dabei. Sieht auch schon, es geht schon relativ flott hier. Oder was heißt relativ? Es geht schon sehr flott. Ich würde sagen, da kann das nächste Level dann kommen. Das wird dann easy. Das hat schon ziemlich Mehrwert, wenn man dieses Bonus-Level freischaltet, einfach nur indem man den Tannenbaum vom Kühlschrank runterholt. Das ist dann, glaube ich, ein Vorteil, den möchte man dann nicht mehr missen, wenn man ihn hat. Das haben wir schon. Da ist noch ein Geschenk. Na? Gefallen. So, da haben wir noch einen Weihnachtskranz. Hiermit können wir noch spielen. Noch was. Hiermit können wir noch spielen. Wer ist das? Wer ist das? So. Okay. Sieht soweit sauber aus, wie ich es beurteilen kann. Irgendwas, das noch funkelt. Also mich stört eher, dass da vorne Schnee von der Decke kommt. Aber ansonsten sehe ich nichts mehr. Und das heißt, es kann wieder abgehen. Next.